Willkommen in der Zukunft. Bei der CeBIT in Hannover können sich Hightech-Fans über Roboter zum Anfassen freuen. Immer mehr Austausch soll es geben zwischen Mensch und Maschine. Das reicht vom bloßen Händedruck bis zu Geräten, die Kindern beim Lernen helfen und dabei selbst immer mehr lernen. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles. It listens to you, it speaks back. Er hört dir zu und antwortet. Eltern können eine Zu-Bett-Geh-Zeit programmieren. Wenn das Kind etwa abends um 8:30 schlafen gehen soll und damit spielt, macht das Spielzeug, ah, ich bin müde, und fragt, hast du deine Zähne geputzt? Der Mini-Dino mit seiner künstlichen Intelligenz ist über WLAN mit dem Internet verbunden und kann so ständig neues Wissen aus der Cloud aufnehmen. Für 99 Dollar soll er in den USA zu Weihnachten auf den Markt kommen. Andere Geräte sind teurer und können schon von Kindern selbst programmiert werden. Und für große, aber weniger versierte Nutzer gibt es eine Installation aus Designrobotern, die während der CeBIT für jeden zugänglich sind, per Internet. These robots are a mini factory. Diese Roboter sind eine kleine Fabrik. Sie sind nicht mit dem Fabrikbesitzer verbunden, sondern mit allen anderen Menschen. Leute aus der ganzen Welt können über robotshop.com ein kleines Möbelstück entwerfen mit einer kleinen App im Browser. Das wird dann von dem Roboter hinter uns gemacht. Insgesamt 2000 einzigartige Stücke soll RobotShop während der Messe fertigen, aus 40 x 40 x 40 cm großen Schaumstoffwürfeln. Anschließend bekommt jeder Freizeitdesigner seinen zur Produktion ausgewählten Entwurf geschenkt und frei Haus geschickt.